Liebe Kolleginnen und liebe Freunde, liebe Gäste, über 20 Jahre nach dem letzten wissenschaftlichen Kolloquium über Willi Münzenberg darf auch ich Sie zu unserem Workshop herzlich begrüßen. Wenn ich es richtig sehe, ist es tatsächlich die erste wissenschaftliche Tagung über Willi Münzenberg in Deutschland überhaupt. Einige kurze, notwendigerweise impressionistische Eindrücke von mir zur Wiederentdeckung Münzenbergs nach der Archivrevolution und den zahlreichen Verdrängungsorgien im sogenannten realen Sozialismus. Wohlgemerkt, es geht hier darum, den ganzen Münzenberg in den Blick zu nehmen. Ihn als Akteur, doch ganz besonders auch die internationalen Netzwerke und das Institution Building in den Blick zu nehmen, seine anfänglich privilegierten Beziehungen zur sowjetischen Führungselite, seine eher schlechten Beziehungen zur KPD-Führung und anderes mehr. Eben durch die Archivrevolutionen in Ost und West, eben nicht nur im Osten, ist es nun möglich geworden und auch dringend erforderlich, die weißen Flecken zu tilgen. Zunächst noch einige Worte zu meinem eigenen Antrieb in dieser Sache. Gerade in den letzten Jahren war meine Beschäftigung mit Münzenberg so intensiv und fesselnd, dass daraus sozusagen automatisch die Tagungsperspektive erwuchs. Das Forschungsinteresse war zunächst auf eine im Rahmen der Deutsch-Russischen Historikerkommission zu erstellenden Grundlagenedition Deutschland-Russland-Komintern gerichtet, die erstmals neue Dokumente zur Gesamtgeschichte der KPD von 1918 bis 1943 umfasst und die Ende des Jahres in Druck gehen soll. Für die zweite Hälfte der 30er Jahre werden darin unter anderem Münzenberg-Dokumente publiziert, erstmals, die über die sogenannte Ulbricht-Verschwörung gehen. Ulbricht, der nach seinem Verrat, den er bereits an ehemaligen Genossen geübt hatte, an Kippenberger, Neumann und Münzenberg selbst natürlich, diesem, also Münzenberg, dann auch noch den Namen seines letzten Projekts, einer, Zitat Münzenberg, nach allen Seiten unabhängigen deutschen sozialistischen Einheitspartei, Zitat Ende, stahl. Ulbricht, der diesen Namen dann für die Staatspartei der DDR übernahm, gleichsam usurpierte. Zu dieser Edition hinzu kam ein Digitalisierungsprojekt der Wochenzeitung Die Zukunft, aus der ich gerade zitiert habe, aus dem Jahre 1939, der letzten Station von Münzenbergs Weltpropaganda, wie Valerio Marcu sagte, aus den Jahren 1938 bis 1940. Und schließlich, als weiterer Anlass, fand vor kurzem das von Holger Weiß, unserem Co-Organisator, geleitete Panel zur Geschichte der internationalen Solidaritätsorganisationen in der Zwischenkriegszeit statt auf der International Social Science History Conference 2012 in Glasgow diesen Jahres, von dem ebenfalls einige Ergebnisse auch, wie ich hoffe und denke, hier in Panel 1, dem gleich folgt, präsentiert werden sollen. Auch unser Workshop zeigt das von Stefan Berger bereits angedeutete neue Interesse an der Geschichte des Internationalismus, des Antifaschismus und des Antistalinismus, dass das Zeug hat, Sichtweisen auf die Zwischenkriegszeit zu verändern und damit die überlieferte Geschichte nicht nur zu ergänzen, sondern auch teilweise zu erneuern. Tanja Schlie, die zusammen mit Simon Rusch vor mehr als 20 Jahren die letzte Münzenberg-Tagung in Aix-en-Provence organisierte, wird hier einiges zur neueren Münzenberg-Literatur beitragen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass sie da ist und dass auf diese Weise sozusagen der Bogen gespannt werden konnte. Darauf freuen wir uns alle. Deswegen hier nur kurz zur Literatur. In der internationalen Literatur wird Münzenberg eben noch sehr unterschiedlich, wie Sie wissen, als roter Millionär, Künstler in Sachen Revolution, Pressezar, in höchst widersprüchlicher Weise beschrieben als visionärer Architekt einer postkolonialen Welt, genauso wie als Moskaus geheimer Verführer westlicher Intellektueller,
als letzter Erbauer der Volksfront und eigentlicher, nicht nur Inspirator, sondern Realisator der Volksfront, als Geschäftsmann und Pressemagnat oder einfach als Scharlatan, der nur patjomkische Dörfer baute. Durch seinen Bruch mit Stalin und der KPD Ende der 30er Jahre blieb er in der DDR die längste Zeit über Unperson und stille Herausforderung zugleich, während im Westen und schließlich bis heute erstaunlicherweise nach den Vorlagen der Lebens- und Schaffensgefährtin Babette Groß 1974, der unveröffentlichten Magisterarbeit von Tanja Schlie 1990 und trotz der US-Bände von Stephen Koch oder Kotsch 1993-95 und Sean McMeekin 2005 und schließlich dem französischen Band der Münzenberg-Biografie von Alain Dugrand und Frédéric Laurent 2008, eine fundierte und quellengesättigte Münzenberg-Biografie in deutscher Sprache immer noch nicht vorliegt. Zum Forschungsstand und zur Frage der Wiederentdeckung habe ich einmal die bisher erschienenen Bücher, Broschüren und Aufsätze, in denen Willi Münzenberg ausführlicher behandelt wird, zusammengestellt. Sie sehen anhand der Zahlen, dass ein gewisser Trend zwar abzulesen ist, wenn Sie nach unten sehen, erkennen Sie, dass die Periode von 1990 bis heute bei weitem die fruchtbarste Periode der Beschäftigung mit Münzenberg gewesen ist. Auch die Jahre 2009 und 2010 waren insofern Spitzenjahre nach dem Jahr 1995, was daran liegt, dass in diesem Jahr Tanja Schlie und Simon Rosch eben ihren Sammelband über die erste Münzenberg-Konferenz publiziert hatten. Am besten erforscht erscheinen, wie auch aus der Statistik hervorgeht, zunächst die Exiljahre unter 1c, wie Sie sehen. Doch auch hier trübt der Schein. Ich wollte ohnehin noch darauf hinweisen, es geht hier nicht um Münzenberg-Biografien, sondern es geht um Publikationen aller Art, in der Münzenberg eine zumindest besondere Aufmerksamkeit zu erkannt wird. Deswegen täuscht natürlich auch die relative Höhe der Zahlen hier auf den ersten Blick. Zurück zu den Exiljahren, selbst hier täuscht ebenfalls der Blick, denn zum Beispiel über die von mir eben zitierte Zeitschrift oder Wochenzeitung Die Zukunft, das letzte große und in keiner Weise gewürdigte, der letzte Teil von Münzenbergs Lebenswerk, wurde bisher ebenfalls keine einzige Monographie vorgelegt. In welcher Sprache auch immer übrigens. Nun sollen im Rahmen unserer Tagung die Ergebnisse zusammengetragen und eine kritische Bilanz gezogen werden. Ein Neuanfang ist in jedem Fall gemacht und dazu gibt es aus dem europäischen Kulturraum, was Münzenberg angeht, sogar Spektakuläres zu berichten. Denn im letzten Jahr hat es der Internationalist aus Erfurt, der zeitweise im Stalinismus zu versinken drohte, nicht nur in die Berlinale geschafft, wie Sie vielleicht wissen, über die Meshrapong-Retrospektive im Rahmen der Berlinale werden wir ja noch hören, sondern auch und sogar in die heiligen Hallen des Museo Nacional Reina Sofia, des Museums der spanischen Königin in Madrid. Auch hierzu werden wir in den Beiträgen über die Arbeiterfotografie noch etwas hören. Kommen wir jedoch zurück auf den Boden der Tatsachen. Und hier ist es noch erfreulicher, dass wir uns über eine Vielzahl laufender Arbeiten austauschen können, laufender Projekte austauschen können. Und hier auf unserem Workshop, ich glaube, allein 5 vortragende Doktoranden präsent sind, die wir ganz besonders herzlich begrüßen wollen. Was laufende Forschungsprojekte angeht, sind auf dem Workshop allesamt spannende Themen der Zeitgeschichte vertreten, darunter internationale, transnationale Solidaritätsbewegungen, Antikolonialismus,
Center and Periphery Beziehungen, Kommunismus und Stalinismusforschung, russische Archive, Widerstandsforschung, Antifaschismus, Internierungslager, also staatliche Repressionsmechanismen und Solidaritätsnetze als Vorläufer der heutigen Nichtregierungsorganisationen. Die Intellektuellen und Kulturschaffenden werden gleich in mehrfachen Rollen untersucht, sowohl als eine Art von Vorzeigestrategie des sowjetischen Experiments, das dann im Stalinismus, in den Stalinismus mündete, als auch als Strategie zur Entlarvung des Stalinismus und dessen Zusammenarbeit mit dem Hitler-Regime gegen überzeugte Sozialisten und gegen den allgemeinen Kurs auf die Revolution. Weiterhin Themen der Exilforschung wie die Volksfront, die öffentliche Meinung, die Europadiskurse, die gerade in der letzten Schaffensphase von Münzenberg eine ganz erhebliche Rolle gespielt haben, die medialen Präsenzen und Bilderwelten, am Beispiel von Filmen, Presse, Verlagen, Fotografie, zu denen wir hier einzelne Beiträge haben werden, die Lokalgeschichte, die historische Erinnerung und nicht zuletzt zahlreiche, noch zum Teil völlig unerschlossene biografische und kollektivbiografische Recherchen von Akteuren im Umkreis Münzenbergs, die zahlreich dem Vergessen anheimgefallen sind. Dabei sollen neben den Forschungsfragen auch die Dispute und Debatten nicht zu kurz kommen. Wiewohl ich davon ausgehe, dass diese Dispute tatsächlich angesichts der Lage, die ich versucht habe zu schildern, sowohl was die Literatur als auch die Forschung insgesamt angeht, eben bisher eine Art von künstlichen, einen sehr künstlichen Charakter hatten. Trotzdem, zuletzt drehte es sich um Fragen der Legitimität, besonders wenn wir die US-amerikanischen Veröffentlichungen betrachten. War Münzenberg ein konsequenter Antifaschist oder ein ebenso konsequenter Kulissenschieber Stalins? Oder etwa beides? War Münzenberg Doppelagent? Oder war er Zielperson und Opfer der Geheimdienste? Nicht nur übrigens der östlichen Geheimdienste, sondern auch der westlichen. War Münzenberg tatsächlich zum neuen Hauptfeind der Linienkommunisten, wie sie Babette Groß nannte, geworden, etwa sogar schlimmer als Trotzki, wie Pieck schrieb und meinte? Die Scharnierfunktion Münzenbergs, von der Stefan Berger spricht, ist keine ausschließlich historische. Das zum Gegenwartsbezug. Zur Überprüfung heutiger Konzepte, die Sozialismus, Demokratie und kulturelle Selbstbestimmung beinhalten und nicht zuletzt zur Umsetzung transnationaler Solidaritätsbewegung oder etwa zur Neukonzeptionalisierung solcher Bewegungen ist Münzenberg heute neu zu betrachten. Genauso wie Trotzki, genauso wie Walter Benjamin. Alle drei starben in einem Jahr, im Jahr 1940, innerhalb weniger Monate. Das Jahr 1940 wurde nicht umsonst Stalins glücklichstes Jahr genannt. Für die Rezessionsgeschichte interessieren nicht zuletzt Münzenbergs Propagandakonzepte und seine noch weitenteils verborgenen Impulse seit Ende des Zweiten Weltkriegs als eine Art Projektionsfläche und Stoff für die Intellectual und Public History. Damit, so hoffen wir, dient die Tagung perspektivisch dazu, Grundlagen einer internationalen Willy-Münzenberg-Konferenz zu schaffen, die für 2013 und 2014 angedacht ist. Ich wünsche dir einen guten, produktiven Verlauf. Vielen Dank. Da wir jetzt schon den ersten zeitlichen Verzug haben, würde ich sagen, wir kürzen die Pause ein wenig ab, bereiten das erste Panel vor und gehen dann sofort in den ersten Lesen. Ich würde bitten, dann, wenn man weiß, also alle, die wollen, können sich jetzt nochmal eine Tasse Kaffee eingießen, aber dann sollte man da